Hallo zusammen. Herzlich willkommen zurück bei der Klapperschlange. Ich habe nicht viel Energie. Es piept. Ich habe in der letzten Folge meine Blutung gestoppt. Meine Energie geht hoch. Okay. Okay, okay, okay. Und ich müsste schlafen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Driftwood. Wo ist denn? Ich bin noch gar nicht zu Hause. Ich werde mich jetzt mal schnell hinlegen. Safe. Sleep. So, ich werde bis zum nächsten Tag schlafen. Uhr. Zeit für den Sonnenaufgang. Die Kokosnuss nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ich brauche mehr Wasser. So. Ich werde es schaffen. Neuer Tag, neues Glück. So, wir brauchen mehr zu trinken. Damit wir einen... Wir können den Destillator machen. Wir sollten jetzt wirklich Eimer ohne Ende da haben. Ja, ja, sehr gut. So, ich muss hier unbedingt gleich mal sortieren. Sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Also, große Axt. Da sind Antibiotika und sowas drin. Da ist noch ein Eimer drin. Das heißt, wir haben jetzt zwei Eimer. Perfekt. Da ist auch noch ein Seil drin. Nehmen wir auch mit. Also, Ziel ist es, Wasser zu haben. Wasser kriegen wir durch Abkochen. Ach, guck mal hier, Kloss. Ah, mit dem Webstuhl kriegen wir den nur. Okay, das hätte ich in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Also ich hätte jetzt, in der letzten Folge habe ich ja nach Stoff gesucht, hatte Glück, dass ich Stoff gefunden habe. Hätte ich aber nicht hingekriegt. Das heißt, wir machen jetzt einen Destillator. Der will so eine Feuerstelle haben und die Feuerstelle will das haben. Und das will das. Nehmen wir kurz das hier auf. Und das will das. Okay. Ja. Alles klar. Und jetzt daraus müssten wir mit 8-mal und 5-mal Seil kriegen wir einen Destillator. Das mit dem Seil könnte so ein Problem werden. Also, ich konzentriere mich auf den Boden und versuche nicht in eine Klapperschlange zu treten. So. Seil. Tools. Once. Young Palm Tree. Wo ist denn... Wo ist denn das andere Teil hingeflogen? Gute Frage. Das muss ich mir nochmal angucken. Hier noch eine Kiste. Tja, dich würde ich ja gern futtern. Was wir jetzt erstmal machen ist, Hold. Und ich hole mir mal die Kokosnüsse. Ich muss erstmal im Wasserhaushalt so auffüllen. Seit wann fällt er denn nach unten, wenn man sich die Kokosnuss holt? Das ist ja gemeingefährlich, wenn ich auf so einer ganz hohen Palme bin. Stürze ich ab oder was? So. Fällt mir schon mal gar nicht. Oh, piepig. Ich hab's doch ganz gut gemeistert gerade. Bis mal so. Oh, müsste es gehen. Ist ja wahnsinnig, dass er da immer abstürzt. Wie viel haben wir denn jetzt? 3. So.
Ja, der wirft sich immer wieder nach unten. So. Zack. Dann einmal, zweimal. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, diese Axt zu verwenden. Sehe ich, wie gut die ist? 97%. Nehme mal lieber meine Billig-Axt. Bevor ich die gute Axt abnutze. Ja, genau. Hä? Okay, ich hatte anscheinend keinen Platz. Okay. Alles klar. Okay, wir sind zumindest trinkmäßig sind wir wieder auf einem guten Stand. Wir brauchen aber immer noch ohne Ende Lashings. Da vorne sind noch welche. Das ist schon mal ganz gut, dass wir jetzt zwei auf der Insel haben, aber wahrscheinlich brauchen wir langfristig noch mehr Stellen. Guck mal, die fliegen, wie weit die fliegen. Mal, dich sammle ich mal auf. Und dich auch. Und dann müsste erst die vom Boden nehmen. So, wie viel haben wir denn jetzt? Drei. Wie brauchen wir fünf? Mhm. Schade, dass man das. Kann man irgendwie Lashings noch herstellen? Nee, gell? Das ist die einzige Methode. Okay, den Lappen machen wir mit dem Webstuhl. Wo ist denn der? Da unten. Loom. Mit vier. Aber da brauche ich auch wieder die Lashings zu. Das heißt, es ist so oder so, haben wir zu wenig. Na, regne einfach mal. So dazu fehlen uns einfach von diesen Lashings. Was dann? Zwei ist doch super. Erhole ich mich da nicht langsam, wenn ich mir einfach voll esse. Guck mal, haben wir nicht noch eins vielleicht? Ja. So, jetzt haben wir keine mehr. Genau, jetzt haben wir vier. Oh oh. Bei den vier habe ich so ein bisschen Respekt. Ich könnte natürlich pennen, ne? 10 wäre es 19 Uhr. Ich könnte mich dann voll essen. Wasser müsste ich mir noch von Kokosnüssen holen. Mache ich vielleicht zuerst, bevor ich mich hinlege. Kann ich vielleicht zweimal pennen. Dann ist auch meine Gesundheit vielleicht ein bisschen. Die Gesundheit ein bisschen besser. Es regnet so schön. Okay. Holen wir jetzt einfach ganz viele Kokosnüsse. Und dann habe ich vielleicht eine Chance, dass ich sogar zweimal pennen kann. Ich würde gerne wissen, ob Kokosnüsse nachwachsen mit. Ja. Zum Glück warnen die mich ja, wenn ich da vorbeilaufe. Die Klopper von die Schlange. Ich glaube, manche Fischarten haben auch Flüssigkeit gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Aber ob das immer noch so ist, ist natürlich rein spekulativ. Langfristig werde ich die Viecher töten müssen, die Klapperschlangen. So, ich penne jetzt. Wow. Vielleicht kann ich die. Warte mal. Okay. Oh, fuck. Okay, gar nicht gut. Okay, ich penne mal lieber. Sleep.
Okay, das wird wohl nix. Okay. Oh Mann, alles unter Wasser. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Dann werden wir uns mal so helfen. Axt. Essen. Okay, mit der normalen Axt brauche ich 3 Schläge. Kann ich wieder nicht auswählen. So, 20 Uhr, das heißt 9 Stunden, lass mich mal rechnen. Um 6 Uhr müsste ich wieder wach werden. Ah, okay. Okay, das mit dem Schlafen war ja natürlich nicht so geil. Gut, weißt du was? Ja, genau, das nicht. Da ist Antibiotika drin. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ob er dann aus der Umgebung, aus den Kisten ins Kram nimmt. Hast du meine Kiste gerade mitgeschleppt? Die Krabbe haut mit meiner Kiste ab. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja... Hallo? Lassen Sie das bitte? Hm. Darf ich wieder schlafen? 22 Uhr. Nee. Lässt er nicht zu. So oft schlafen ist nichts, wusste ich nicht. Sonst wäre ich nicht pennen gegangen. Was mache ich jetzt in der Zeit? Ich brauche auf jeden Fall die Lashings, um mir diesen Destillator zu machen. Warte mal, wir haben noch einen. Warte mal, wir haben doch noch eine Art von Destillator. Komplett ohne. Genau, den werden wir uns bauen. Wir brauchen nämlich gerade mal einen Eimer. Da kriegen wir mit Sicherheit auch ein bisschen Wasser hin. So. Und dann werden wir uns diese Art von Destillator noch bauen. Wenn man da Feuer, vielleicht ist da noch ein Smoker nebendran. In die Richtung geht die Sonne auf, dann will ich mir die Aussicht nicht so verbauen. Und wir lassen das auch mal ein bisschen mit ein bisschen Abstand hier. So. Okay. Ja. Dann haben wir da ein bisschen was, wo Wasser raus kann. Haben wir noch andere Möglichkeiten, Wasser zu machen? Ich glaube nicht, das war alles. Ne? Räucherofen. Die Fässer. Auf dem Boot, was drüben war, waren Fässer. Was hatte ich, was habe ich für einen Vorteil von diesem Hobostove? Wahrscheinlich besser grillen von Sachen. Und Dingen wie Fischen, Haifischen und so weiter. Den Loom würde ich gerne bauen. Da brauche ich aber zu viel. Und hier brauche ich auch... Also ich brauche... Insgesamt brauche ich auf jeden Fall noch von diesen Lashings. Sonst ist hier nicht viel gängig. Ah, ein Groot Spear geht... Kann ich das Ding werfen? Okay. Wo ist sie? Ich weiß nicht, wo bin das an dem Ding war. Ja, okay. Ja, okay. Lass mein... Gut. Also ein bisschen drüber. Darf ich jetzt schlafen? 23 Uhr. Bitte. Nö. Erlaubt er mir nicht. Muss auf jeden Fall die... Oh, meine beiden.
die so nah vom Wasser gedroppt oder ist hier, steigt das Wasser in der Nacht? Noch Schlangenjagd. Das war rot. Das war ja nur die Geschichte. Hatte ich rausgenommen, ne? Das war ja wohl das erste, als ich auf der Insel angekommen bin. Okay. Dann in diese Richtung sind noch Fässer auf dem Schiff. Das heißt, daraus könnte man sich auch so einen Schwimmkörper bauen. Muss mal, glaube ich, den Hammer einpacken und ein Seil. Und dann kann ich mir da drüben so ein Ding bauen. Ich habe jetzt gehofft, hier noch so eine Schlange. Zeit gelassen. Wo ist es? Okay, 3. Meine Gesundheit geht wieder nach oben. Wo ist die Sau hin? Ich war nicht gezögert. Was hat mich so angeguckt? Willst du meine Mama sein? Nein, ich will dich fressen. Und ich hab's nicht übers Herz gebracht. Ist denn auch keine von diesen Klapperschlangen? Ist ein Bescheid. Oh, die haut mir mein Speer ab. Die Klapperschlange haut mir mein Speer ab. Wieso ist sie nicht platt? Oh. Es zuckt noch. So, jetzt habe ich auch mal zurückgebissen. Du fieses Ding. So, Schlange. Du oder ich? Wer ist das größere Raubtier? Der Mensch. Ja, zum Glück haben wir die Schlange gekriegt. Boah, ekelhaftes Ding. Jetzt weiß ich nicht mehr. Doch. So, Schlange. Du kleine fiese Made. 21.10 Uhr. Ach komm, ich versuche mal zu pennen. Ja, sehr gut. Scheiß drauf, stehe ich um 11 Uhr auf. Aber es ist Tag. Ah, 10.30 Uhr und ich muss was trinken. Na? So. Und es fängt wieder an zu regnen. Klar, warum auch nicht, Spiel. Es wäre ja völlig langweilig, wenn es anders wäre. Tod der Schlange. So. Das war alles. Nur ein Stück Fleisch? Das ist ja echt mau. Okay, das ist aber echt mau. Okay, warte mal. Das muss ich hier... Lege ich zu den Tackern hin. Da habe ich jetzt 3 von den Tackern? Nee. Habe ich eingetauscht, wa? So,
Empty, empty, empty. Da haben wir noch 3, okay. Okay, und dich noch. So, trinken sieht ganz gut aus. Dann machen wir uns noch eine Nuss klein. So, in der nächsten Folge muss ich unbedingt auf eine der Inseln fahren und noch ein bisschen Yucca besorgen. Die sind noch nicht nachgewachsen, gell? Den Gefallen habt ihr mir nicht getan. Ich habe so gut gekämpft. Tod der Schlange! Diese fiese Schlange. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge von Stranded Deep wieder. Ich werde jetzt hier mal speichern. So. Und hier müsste sich bald Wasser sammeln. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.